freut uns sehr. Freut mich auch sehr. Das ist schön, dass es dich auch freut. Scheiße. Das ist so unangenehm. Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu einem weiteren The Setting Crew Video. Und heute dreht sich alles um dieses wunderschöne Kfz, ein Rolls-Royce Cullinan. Ja, der große, böse SUV von Rolls-Royce. Mir wurde gerade übrigens gesagt, kann man fast nicht glauben, das Ding soll 290 laufen. Und wenn du ein bisschen Software und so machst auf 900 PS, fährt er 330. Ist das ist krank, oder? Es ist brutal. Stell dir vor, damit über 300 zu fahren. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir haben hier ein wunderschönes Auto, was wir fahren dürfen. Riesen Dankeschön an Rolls-Royce Berlin. Wunderschöne Farbe, dunkelgrau mit türkisfarbenen Akzenten. Und jetzt bei den neuen Schlüsseln von zum Beispiel Cullinan oder auch Phantom sind die Akzentfahnten hier hinten in Leder. Da kann man jetzt auch zum Beispiel sein Logo oder seine Initialen, kann man alles reinstecken lassen. Wirklich sehr cool. Aber lass uns doch mal die Front von dem Auto kurz ein bisschen anschauen. Es ist gerade zwar etwas hell, aber die Spirit of Ecstasy, die Emily, ist aus Kristall. Seine 8000 Euro Option und die leuchtet nachts. Das stelle ich mir so cool vor, wenn das Ding nachts leuchtet. Aber leider scheint die Sonne, da kann man es nicht sehen. Aber ist okay. Schwarzer Grill, der ist hier aber foliert. Das ist kein Black Badge, das ist ein folierter Grill. Das gleiche haben wir mit den Türgriffen und ein paar weitere Akzente, die schwarz gehalten worden sind. Coole Chromfelgen. Ich finde, beim Cullinan geht das. Bei vielen Autos nicht, aber beim Cullinan passt das. Dann schauen wir jetzt noch mal schnell rein, bevor wir gleich losfahren. Und das ist schon, machen wir mal beide Türen hier auf. Das ist schon nice. Das ist schon sehr nice. Mir fällt gerade auf, die Musik läuft. Hilfe! Dann machen wir mal schnell noch die Musik aus. Schöner Innenraum, ne? Also, das ist sehr cool. Das ist jetzt Seashell White, glaube ich. Seashell White heißt die Farbe. Sehr interessant. Wie gesagt, auch weiter mit dem Türkis, mit dem Teakholz. Sieht echt mega aus. Aber ich glaube, das, was uns alle interessiert, ist, wie fährt das Ding? Von dem her springen wir jetzt rein. Gut, jetzt sitzen wir hinten auch schon im Cullinan. Ich kann jetzt ganz leise und entspannt reden, denn es ist in einem Rolls-Royce immer so leise, obwohl ich gerade den lieben Sebastian höre in unserem 27S. Damit fährt er jetzt ein bisschen rum. Aber ich sitze natürlich nicht alleine im Cullinan. Mein Papa ist auch da. Möchtest du was sagen? Oh, er achtet gerade noch auf den 27. Ja, mach das Dach auf. Ach so, wegen den Haaren vielleicht nicht. Da musst du doch mal dran denken. Meine Mama ist mit Sebastian gerade im 27. Also möchtest du jetzt was sagen, Papa? Ja, hallo, ich bin auch mit an Bord und bin heute als Chauffeur hier engagiert für den Cullinan. Ja, finde ich sehr gut. Gefällt mir. Also, als erstes, mega cooles Auto. Am Anfang war ich echt kein Fan von dem Cullinan. Ich fand immer, der sieht aus wie ein alter Range Rover. Tut er leider auch immer noch ein bisschen, aber Novitec kann das komplett anders machen und umbauen, aber man wird jetzt eh keinen Cullinan bekommen. Die sind so gut wie ausverkauft. Bis wann sind die nochmal ausverkauft da vorne? Mitte, Ende 22. Also das ist lang. Anderthalb Jahre Lieferzeit ungefähr, ja. Schon also, heftig. Ja, das ist wirklich heftig und ja, es ist von innen einfach, ne, ein typischer Rolls-Royce, also man fühlt sich wie ein Ghost. Ist ein bisschen Interieur. Phantom, finde ich, eher von innen. Findest du? Eher Phantom als Ghost. Aber er ist ja auch von der Klasse eher Phantom. Weil er sich ein bisschen massiver anfühlt vielleicht. Ja, ja. Mhm. Was hältst du von der Innenraumfarbe? Also jetzt mal so, zum Fahren finde ich das ganz witzig. Mhm. Zum Kaufen... Sehr empfindlich, glaube ich. Eher nicht. Ne? Also, ich meine gut, für unsere Zwecke heute ist das alles top. Und es ist ja kein Black Badge. Leider nicht. Nee. Leider nicht. Aber auch da wollen wir uns natürlich überhaupt nicht beklagen. Aber willst du wissen, was mir gerade erzählt worden ist bei Rolls-Royce? Na? Der Cullinan läuft 290. Warum das? Keine Ahnung. Aber die laufen alle so um die 290. Das ist unser 27. Auch ein schönes Auto auch hier. Sehr hübsch. Warte mal. Ich grüße Sie. Sebastian muss mich mal reinlassen. Sebastian, lässt du uns mal bitte rein? Vorlassen! Dankeschön! Ach so! Ja, also ich muss schon sagen, ich finde meine Position hier hinten sehr gut. Ja, du fühlst dich wohl, ne? Also ich bin voll in meinem Element. Ja, das... Warte, ich klappe noch mal meinen Tisch hier hinten aus. Alles voll elektronisch.
fährt der schöne Holztisch aus, mein Bildschirm. Oh, jetzt ist da ja sowas drauf. Ja, Hallöchen. Auf A103 Richtung B1 fahren. Cool. Echt schönes Auto. Aber wie gesagt, 290 fahren die angeblich, wenn man das möchte. Vergewissere dich, dass die erforderliche Fahrerlaubnis vorliegt. Das finde ich viel. Ja, aber Google Maps ist gerade ein bisschen unfreundlich, finde ich. Redet uns immer rein. Aber es ist okay. 290 ist sehr viel für so ein großes Schiff. Aber wenn du jetzt hier zum Beispiel ein bisschen Chiptuning machst, Software optimierst auf 900 PS, 1200 Newtonmeter, fährt das Ding angeblich, wie gesagt, ich sage angeblich, weil ich finde es selbst unglaublich, 330. Dieses Schiff? Das Schiff 330, mit dem Gewicht, ich hätte da so Panik. Ich wollte gerade sagen, da weiß ich gar nicht, ob ich das fahren möchte mit so einem schweren Auto. Nee. Stell dir mal vor, du musst bremsen. Ja, das ist nicht ganz ohne. Also, ne? Das ist extrem. Das ist nicht ganz ohne. Aber sonst, wir sind ja aktuell zu Besuch bei Rolls-Royce. Nochmal ein riesen Dankeschön an Rolls-Royce Berlin. Wirklich cool, dass wir hier machen können und einfach wirklich machen, was wir wollen. Ist echt cool. Wir holen jetzt auch eine sehr besondere Person ab. Vielleicht holen wir die ja für eine Minute oder so mal ins Video rein. Ja, müssen wir ihn fragen. Müssen wir ihn fragen. Aber hat er Lust drauf? Kennt ihr eventuell? Sehr sympathischer junger Mann. Aber ja, zurück zum Thema Rolls-Royce. Wir sind ja nicht ohne Grund hier. Das kann man ja so sagen, oder Papa? Wir sind nicht ohne Grund hier, wir kriegen Apple CarPlay. Und es gibt einen zweiten Grund eventuell. Der Rolls-Royce, Wraith und der Dawn werden jetzt eingestellt. Also es werden noch die letzten paar Autos gebaut und dann war es das. Kein V12 Cabrio mehr, kein V12 Coupé mehr. Da denken wir uns natürlich als autoverrückte Typen, Mann, so ein Dawn wäre eigentlich schon noch echt cool für die Collection, aber einen zu bekommen jetzt ist unglaublich schwer, wenn man nicht sogar sagen kann, unmöglich. Klar, man kann ein fertiges Auto kaufen auf Autoscout, mobile.de, irgendwie sowas. Aber selbst noch zu specken mit unseren kleinen roten Details und alles schwarz wird sehr schwer. Aber ich finde schon, so ein Dawn wird noch perfekt in die Kollektion passen, oder Papa? Wir haben ja schon öfter darüber nachgedacht, haben wir ja auch mal erzählt im Q&A-Bereich, dass wir darüber, da hat gerade ein Rolls-Royce-Verkäufer richtig Spaß mit einem McLaren 720, würde ich sagen. Ich finde, es ist ein wunderschönes Auto und diese Entscheidung bei Rolls-Royce, den Wraith und den Dawn jetzt in der Form mit dem V12 eben auslaufen zu lassen, also da geht es eben Richtung Elektrifizierung, hatten wir ja gerade vor kurzem in unserem Rolls-Royce-Video darüber diskutiert. Das geht jetzt alles offensichtlich viel, viel schneller, ja, als ursprünglich angedacht. Das ist traurig. Jetzt müssen wir mal schauen. Rolls-Royce ist bemüht, vielleicht dann auch quotentechnisch was hinzubekommen für uns. Ich bin mal gespannt, weil so ein fertiges Auto, nee, wir wollen, wenn, dann wollen wir es auch in unserem Spec und es muss genauso sein, weil das ist dann auch ein ganz klares ein Keeper, den man kauft und dann für die Ewigkeit behält, weil wird es eben nicht wiedergeben. Ja. Also in der Zukunft ist das dann alles sehr Tesla-lastig. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es finden würdet, wenn man einfach den Wraith und einen Dawn daneben hätte. Ich glaube, optisch wäre das mega cool. Nur die eine Sache, die mich ein bisschen stört, ist, bei dem Dawn würden wir wahrscheinlich die schwarzen Lichter nehmen vorne. Auf der rechten und die gibt es leider nicht beim Wraith. Das ist das einzige Doofe. Dann sieht der Wraith so lieb aus und der Dawn so mega böse und aggressiv. Das ist so ein Thema. Aber trotzdem, beides unglaublich coole Autos. Mir fällt gerade auf, wenn ich hier hinten so sitze, ich finde die Sitze hinten überraschend hart. Komplett anderes Thema, aber die sind echt hart. Okay. Also der Sitzkomfort ist hart im Sinne von nicht komfortabel? Ja. Was? Wir sind ja ehrlich. Ne? Ja. Rolls-Royce Megamarke. Aber jetzt hier so zu sitzen, es ist wirklich nicht bequem. Und das ist meckern auf extrem hohem Niveau, denke ich mal. Aber ich denke halt, das Auto kostet über 400.000 Euro. Weißt du, was der kostet vom Spec hier? 400 plus auf jeden Fall. Ja, irgendwie sowas. Wenn man denkt, dass das Auto über 400.000 Euro kostet, dafür finde ich das nicht bequem genug. Dann finde ich das vom alten Ghost, wie unser Ghost, den wir hatten, besser. Okay. Und du hast halt null Seiten halt hier. Also wenn es in die Kurve geht, falle ich gleich um. Okay. Aber rechts abbiegen. Ist cool, aber... Ah. Ja gut, da gibt es natürlich unterschiedliche Spezifikationen, genau. Du kannst hier, glaube ich, auch eine vernünftige Viersitzanlage hinten haben, weil dass man zu fünft... In dem Auto sitzt es ja sowieso sehr selten der Fall. Ja. Dann ist das vielleicht anders. Also ich weiß, als wir waren ja mal eingeladen in Österreich, als das Auto neu auf den Markt kam und sind dann mal zwei Tage so ein bisschen in den Bergen rumgefahren. Und da hatten wir nämlich einen Black Badge mit einer anderen Sitzoption hinten. Mhm. Und das war eigentlich schon ziemlich cool. Also ja, aber das finde ich hinten schon echt ein bisschen hart, muss ich sagen.
Also wie gesagt, ich möchte mich wirklich nicht beschweren, aber man muss halt auch den Preis im Kopf behalten. Mhm. Und für so einen Preis muss alles perfekt sein. Da gebe ich dir absolut recht. Also das Rolls-Royce ist sicherlich nicht die Marke oder das Auto, wo man Kompromisse eingehen sollte. Mhm. Können wir mal einen kleinen Test machen? Na? Mach mal das hier Sonnenrollo zu. Wir wissen, wie laut das ist. Ja, schon laut. So. Mhm. Naja, aber das ist wohl eher mehr das Geräusch an den Seiten, wo der Stoff sozusagen ja. Stoff auf Stoff schleift. Also das. Aber ist gleich angenehmer, finde ich. Ja. Ist viel schöner so. Ja, es ist natürlich heute auch extrem warm. Ne? Wir haben draußen 29 Grad. Das und das in Berlin, das ist relativ stickig warm. Ja. Aber sonst, wie gesagt, echt ein Top-Auto. Also wir sind immer noch im Cullinan unterwegs, aber irgendwie ist jetzt so jemand in unser Auto mit reingesprungen. Sorry, ich wollte wirklich versuchen, wenig Emotion. Ja genau, ich bin hier reingekommen, ich wollte auch mal testen, aber... Wer bist du? Soll ich meinen echten Namen sagen oder dem, wie ihr gesagt habt? Wenn du ihn sagen kannst, dann echt. Nein, ich bin Marvin, aka Marvolm. Ich weiß nicht, vielleicht kennen mich einige. Ich mache ein bisschen TikTok, Instagram, YouTube, Shorts, ja. Hast du dich gerade selbst geplagt? Eigenwerbung? Ja. Nee. Müssen wir hier oben ein Werbevideo reinpacken? Nein, müssen wir nicht. Dauerwerbesendung. Ja, genau. Schön, dass du mal hier bist. Warm, wenn das Auto aus ist. Ja, ich frage mich auch, ja, Fahrer, warum haben sie das Auto ausgemacht? Wir haben hier einen Promi dabei. Ach, Mann. Das weißt du, wie viele Follower auf TikTok? 2,3 Millionen. Keine 4? Hm? Keine 4 Millionen? Nee. Oh, kannst du Marvin bitte vorne an der Ecke wieder rauslassen? Ja, ich hatte eh nicht so viel Lust. Wie macht man hier die Tür auf? Nee, aber cool, dass du da bist. Freut uns sehr. Freut mich auch sehr. Das ist schön, das ist ja auch Alter, Scheiße. Das ist so unangenehm. Papa, hast du ein paar Interviewfragen für Marvin? Ja. Ein paar Interviewfragen? Ja. Es muss ja um Autos handeln, sonst macht das ja keinen Sinn. Ja, genau. Nee, ich hab, wie hast du uns auf Uber gefunden? Auf Uber? Ich habe gerade wirklich überlegt. So. Ja, gut. Ja, aber gefällt mir nicht. Nächstes Mal ein anderes Auto. Ja, ich wollte gerade dich darum bitten, dass du eine gute Rezension abgibst. Ach so. Uns, aber ja, das mache ich aber. Okay. Aber du sagst nächstes Mal lieber ein anderes Auto. Ich meine, es tut uns leid, dass wir mit dem Cullinan gekommen sind. Das macht mir sind. Und aber gut. Ich weiß, für dich ist das halt ein bisschen enttäuschend. Ja. Im Cullinan. Normalerweise fahre ich Ford Fiesta. Also. Genau, ist klar. Genau, machen wir mal ein paar Autofragen. Ja. Was fährst du? Ich habe drei Autos. Ich habe tatsächlich einen Ford Fiesta. Den bekommt aber meine Frau, wenn sie endlich ihren Führerschein geschafft hat. Dann habe ich einen M2 Grüße. Competition in Hockenheim Silber und einen Nissan GT-R 2021er Modell. Das ist nicht schlecht. Also, das ist nice. Das ist ziemlich böse. Wer hätte es gedacht? Schneller oder langsamer Fahrer? Kommt immer auf die Uhrzeit drauf an. Wenn viel Verkehr ist, fahre ich eher nicht so schnell. Aber wenn nichts los ist, dann drücke ich das Gas wie Fred Feuerstein bis zum Boden. Nice. Also bist du ja so der Hamilton. Ich bin der Hamilton, ja. Aber Marvin Hamilton, aber ich wiege ein bisschen mehr als er. Deswegen kommt mein Auto nicht so schnell. Ist gut für Downforce. Ja. Am Pressdruck. Vor allem beim Losfahren, das merkt man gar nicht. Das ist richtig geil, das ist ein guter Launch. sonst noch interessante Fakten über dich? Also ich finde tatsächlich Autos ziemlich nice. Das freut uns. Wir auch. Außer eure. Ja, es ist verständlich, also. Außer schwarze Autos. Ja, genau. Interessante Fakten. Ja, stellt gerne noch irgendwelche Fragen, die interessant sind. Und hat jemand in der Runde Fragen an Marvin? Aber ihr wart ja gerade bei dem Autothema. Absolutes Traumauto. Was ist dein absolutes Traumauto? Tatsächlich der GTR, sonst hätte ich ihn mir auch nicht geholt. Also dann hätte ich mir mal irgendein anderes Traumauto geil. Geholt. Aber GTR war es schon immer, auch damals, wo ich noch Need for Speed irgendwo gespielt habe. Ja, geil. Zum Beispiel, ja. Es ist eine Legende. Nissan GT-R müssen wir auch echt nochmal drüber nachdenken. Apropos, wenn du ab und zu am Zocken bist, hast du dann schon mal gesehen, dass es auf Forza jede Menge Satin Crew Autos gibt? Nein. Hast du keine Satin Crew Skin runtergeladen? Also ich spiele das Spiel aber auch nicht. Ich fahre also okay, alles klar. Dann zieh das, die Frage der Support zurück. Von dir ist auch echt nicht da. Wie heißt euer Channel nochmal? Da holen wir dich im Cullinan ab und dann was ist sowas. Wie ist deine Meinung zur Elektromobilität? Komm, das sind auch Fragen, die uns immer gestellt werden beim Q&A. Deshalb finde ich es immer ganz interessant zu hören. Ja, okay. Ich finde, es ist gut, dass es das gibt, aber für mich ist es nichts. Und ja. Also schön für alle, die gerne Autos leise von Autos umgefahren werden. ich mag das, wenn das laut ist und knallt und ja. Emotionen. Genau.
Also da stecken ja pure Emotionen drin, das ist ja wirklich so. Also wenn ich das Gas durchdrücke und das schallert und ballert, dann... Das ist eine ganz wilde Sache. Ich weiß nicht, ihr müsst das Video ja noch monetarisieren. Dann freue ich mich sehr. Dann freust du dich sehr. Ja. Genau. Ja, cool. Aber sonst, der Cullinan gefällt dir? Ist okay für dich? Ja, also wie gesagt, Rückenlehne ist ein bisschen hart. Echt, ne? Ich habe das ja vorhin gesagt, zum Glück sagtest du jetzt auch noch, dass du jetzt auch noch Deutsch ist sehr gut am Start wieder. Mist. Ja. Schneid drauf. Aber ich würde sagen, jetzt springen wir nochmal in ein Porn. Nicht in den Porn, in den du denkst. Schau, ich habe mich schon gefreut. Aber in ein Car-Porn und dann sehen wir uns danach nochmal. Also, das war's jetzt mit dem heutigen Video. Mega cool, dass wir mit dem Cullinan unterwegs sein konnten. Von dem her riesen Dankeschön an Rolls-Royce Berlin und einen ganz großen Shoutout an Sebastian Pessler, dass wir das alles machen konnten. War wirklich sehr, sehr cool. Wir hoffen auch, dass wir sehr bald wieder hier sind. Vielleicht um mein Auto abzuholen oder einfach für ein Käffchen. Wir wissen es leider noch nicht. Auch danke an Marvin, dass er kurz dabei war. War wirklich sehr, sehr lustig. Danke fürs Filmen. Hat dir Spaß gemacht? Sehr gerne, ja. Hat Bock gemacht. Super. Danke an meinen Vater natürlich, danke an alle, von dem her Leute, denkt dran zu abonnieren, zu liken, das Video zu teilen und die Glocke zu drücken. Das war glaube ich alles, ich glaube ich habe nichts vergessen, oder? Nee, ne? Auf Instagram folgen. Und auf Instagram folgen, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Von dem her, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.